Sie waren miteinander verwandt oder durch Lehnseid miteinander verbunden. Aber wenn es um die Eroberung von Territorien ging, führte jeder gegen jeden Krieg, mal mit dem einen verbündet, mal mit dem anderen. Richard wurde im Laufe der Zeit zum edlen Ritter verklärt. Dazu passt nicht, was sein Zeitgenosse Robert von Hauwedden berichtet. Er entführte die Frauen, Töchter und Mägde seiner Untertanen mit Gewalt und machte sie zu seinen Konkubinen. Wenn er seine Lust mit ihnen gehabt hatte, gab er sie an seine Soldaten zur Erfreuung weiter. Auch im Kleinkrieg um Burgen und Äcker ging es nicht sonderlich ritterlich zu. So wäre er nicht berühmt geworden. Saladins Truppen besetzen am 2. Oktober Jerusalem. Die meisten Christen dürfen mit ihrer Habe abziehen, nachdem sie Lösegeld bezahlt haben. Die anderen werden versklavt. Rund 90 Jahre vorher hatten die Kreuzfahrer nach der Eroberung Jerusalems alle Einwohner umgebracht. Als die Nachrichten aus Palästina eintreffen, gelobt Richard in der Kathedrale von Tours die Kreuzfahrt. Sein Sinn für Symbolik zeigt sich erneut. Er ist von den großen Fürsten der Erste, der das Kreuz nimmt. Im Februar 1188 bricht Philipp den Waffenstillstand und belagert Gisors. Er fordert den Vollzug der Heirat zwischen seiner Schwester Alice und Richard. Alice war schon mehr als 20 Jahre mit Richard verlobt und in der Obhut des englischen Königs. Gisors war als Mitgift für Alice gedacht. Philipp sieht keine Chance mehr für die Ehe und fordert Gisors zurück. Wieder kommt es nicht zum Kampf. Bei den Verhandlungen zwischen Henry und Philipp steht plötzlich Jerusalem im Vordergrund. Beide Könige nehmen das Kreuz. Der Fall Jerusalems hatte die Kreuzzugspropaganda wiederbelebt. Diese Miniatur aus dem 13. Jahrhundert zeigt, wie Saladin Gefangene wegschleppt und das heilige Land brandschatzt. Es ist keine noble Reaktion auf das noble Handeln des Muslimführers. Möglicherweise aufgrund falscher Berichte heizten Priester und Troubadoure die öffentliche Meinung an. Auch Flugblätter wurden verbreitet. Sie zeigten etwa, wie ein muslimischer Ritter über das heilige Grab reitet, wobei das Pferd uriniert. In Le Mans zieht Henry finanzielle Konsequenzen aus der Kreuzzugsstimmung. Mit dem Edikt von Le Mans wird der Saladin-Zehnte eingeführt. Steuerpflichtig ist jeder, der nicht am Kreuzzug teilnimmt. Der Saladin-Zehnte wird eine bedeutende Einnahmequelle. Wie immer wurde den Teilnehmern am Kreuzzug die Vergebung der Sünden in Aussicht gestellt. Wer durch den himmlischen Lohn nicht bewegt werden konnte, dem blieb das irdische Ziel der Steuerbefreiung. Das Edikt von Le Mans wurde zum Meilenstein christlicher Finanzpolitik. Die abgeschöpften Gelder wurden nur zum Teil für Kreuzzüge ausgegeben. Geringen Anreiz bot der Erlass über das Verhalten der Kreuzfahrer. Glücksspiel und Fluchen waren verboten und nur Waschfrauen als Begleitung zugelassen. Der Kreuzfahrer sollte einfach gekleidet, aber sauber einhergehen und sich der Sinnenlust enthalten. Letzteres galt, versteht sich, vor allem für die niederen Ränge. Die höheren Ränge denken noch nicht an den Aufbruch. Im Herbst 1188 marschieren Henry und Richard in Richtung Paris gegen Philipp. Wieder herrscht Krieg wegen strittiger Besitzrechte. Bei Passy besiegt Richard den berühmtesten Ritter Philipps im Einzelkampf. Beide bezichtigen sich nachher, gegenseitig beim Kampf gemogelt zu haben. Rittergeschichten dieser Art liebten die Leute. Der Krieg wird aber nicht nach ritterlichen Regeln geführt. Henrys Söldner plündern auf dem Gebiet des französischen Königs. Schließlich bricht Henry den Feldzug ab. Die Beute ist beträchtlich, das Land verwüstet, der Krieg geht weiter. Das gemeinsame Kreuzzugsgelübde stiftet keinen Frieden. Im Oktober verhandeln Henry, Richard und Philipp erneut über einen Frieden.
Es kommt zum Streit zwischen Vater und Sohn. Henry weigert sich, Richard als Erben einzusetzen. Im Gegenzug huldigt Richard dem französischen König und erkennt dessen Oberherrschaft über den kontinentalen Besitz der Familie an. Das war Hochverrat. Der Krieg geht weiter. Richard kämpft nun an der Seite Philipps gegen seinen Vater. Henry gerät in die Defensive und muss bei den Verhandlungen von Ballon nachgeben. Richard soll die englische Krone erben und nach dem Kreuzzug doch noch Alice, die Schwester Philipps, heiraten. Der Beginn des Kreuzzuges von Richard und Philipp wird auf das Frühjahr 1190 festgelegt. Henry II. War krank. Im Juli 1189 stirbt er, ohne sich mit Richard versöhnt zu haben. England verdankt ihm die Ursprünge der modernen Finanzverwaltung. Aber das ist kein Stoff für Legenden. Richard wird im Herbst in Westminster Abbey zum englischen König gekrönt und gesalbt. Die Londoner sind freudig erregt. Die Kreuzzugsstimmung tut das Übrige. Während der Feier entsteht ein Tumult vor dem Palast, der in heftige Angriffe auf das jüdische Viertel mündet. Ein Augenzeuge beschreibt das Pogrom. Am Tag der Krönung Richards begannen sie in der Stadt London, die Juden ihrem Vater, dem Teufel, zu opfern. Sie brauchten so lange, um dieses Mysterium zu feiern, dass der Holocaust am zweiten Tag mit Mühe vollbracht wurde. Die anderen Orte und Städte des Landes entsandten mit gleicher Hingabe ihre Blutsauger blutig zur Hölle. Ähnlich, wenn auch nicht überall gleich, tobte der Sturm gegen die Unbelehrbaren im ganzen Königreich. Nur Winchester schonte seine Würmer. Die Besatzung des Towers, für Ruhe und Ordnung verantwortlich, griff nicht ein. Die Juden standen eigentlich unter dem Schutz des Königs. Ob Richard diesen Schutz widerrufen hat, ist nicht bekannt. Er hat das Massaker jedenfalls nicht verhindert. Zur Finanzierung des Kreuzzuges verkauft Richard alles, was sich zu Geld machen lässt. Der Chronist: Alle, denen das Geld eine Last war, erleichterte der König äußerst bereitwillig und er vergab an jedermann, der ihm beliebte, Ämter und Besitz nach ihrer Wahl. Als der König eines Tages mit seinen Leuten scherzte, die bei ihm standen, versetzte er: Wenn ich einen Käufer gefunden hätte, hätte ich sogar London verkauft. Richard braucht das Geld vor allem für die Schiffe, die er in allen Häfen requirieren lässt. Zwei Drittel des Preises zahlt er selbst, den Rest muss ein reicher Beamter, Bürger oder Feudalherr aufbringen. Die Verwaltung des Landes übergibt er dem Kanzler William Longchamp. Mit ihm sind die Engländer während Richards Abwesenheit recht gut ausgekommen. In 10 Jahren war Richard nur 6 Monate in England. Er hatte in kurzer Zeit das Steueraufkommen mehrerer Jahre eingezogen. Viele Engländer dürften aufgeatmet haben, als er schließlich abreiste. Philipp und Richard treffen sich in Frankreich. Es ist klar, dass keiner ohne den anderen reisen würde. Man weiß, was man voneinander zu erwarten hat. Philipp und Richard beeiden daher ausdrücklich, das Gebiet des anderen während des Kreuzzugs nicht anzutasten und zu schützen. Anfang Juli versammeln sich beide Heere vor Vézelay. Der Augenzeuge und Chronist Ambroise: Vor Vézelay zwischen Bergen zwar, beherbergt Gott die eigene Schar. Im Weinberg und im Felde offen schläft mancher Mutter Sohn und Hoffen. Und jeder legt in Gottes Hand Frau und Kinder und sein Land. Versetzten auch die ganze Habe und kauften dafür Gottes Gnade. Richard und Philipp verhandeln über irdische Geschäfte. Sie brechen erst auf, nachdem sie vereinbart hatten, alle Eroberungen und die erwartete Beute zu teilen. Der Chronist Ambroise: In Vézelay schworen die Könige beide sich gegenseitig heilige Eide, dass sie zur Teilung alles bringen, was ein jeder wird gewinnen.
der Vertrag zeigt, worum es Philipp und Richard wirklich ging, ums Erobern. Die Bezeichnung Kreuzzug dient nur der Tarnung, der Beschönigung. Richard hat dann in der Tat die Insel Zypern erobert, die zum christlich-byzantinischen Reich gehörte. Und er hat sie selbstredend nicht mit Philipp geteilt. Nicht berühmt geworden. Saladins Truppen besetzen am 2. Oktober Jerusalem. Die meisten Christen dürfen mit ihrer Habe abziehen, nachdem sie Lösegeld bezahlt haben. Die anderen werden versklavt. Rund 90 Jahre vor... Gegen jeden Krieg, mal mit dem einen verbündet, mal mit dem anderen. Richard wurde im Laufe der Zeit zum edlen Ritter verklärt. Dazu passt nicht, was sein Zeitgenosse Robert von Hauwedden berichtet. Er entführte die Frauen, Töchter und Mägde seiner Untertanen mit Gewalt und machte sie zu seinen Konkubinen. Sie waren miteinander verwandt oder durch Lehnseide miteinander verbunden. Aber wenn es um die Eroberung von Territorien ging, führte jeder, wenn er seine Lust mit ihnen gehabt hatte, gab er sie an seine Soldaten zur Erfreuung weiter. Auch im Kleinkrieg um Burgen und Äcker ging es nicht sonderlich ritterlich zu. So wäre er.